GarageBand ist eigentlich eine Musik-App, aber natürlich kann sie auch hervorragend für Hörspiele oder erzählerische Projekte verwendet werden. Wenn du die App öffnest, so erhältst du die Übersicht über deine bisherigen Projekte. Mit einem Tipp auf das Plus oben links wird ein neues Projekt erstellt. Hier hast du die Auswahl aus allen zur Verfügung stehenden Instrumenten. Für dieses Projekt verwenden wir jetzt nur das Mikrofon. Ja, im Prinzip ist die Aufnahme schon bereit. Du siehst hier den Ausschlag. Den kannst du übrigens über dieses Symbol hier links noch einstellen. Ich habe jetzt auf manuell gestellt. Über automatisch wird der Pegel automatisch ausgerichtet. Das lohnt sich wahrscheinlich. Zwei weitere Einstellungen, die wichtig sind. Hier das Metronom schalten wir aus, oben rechts. Und ganz auf der rechten Seite bei diesem Plus müssen wir die Länge der Spur noch anpassen. Statt 8 Takte stellen wir das auf automatisch, damit die Länge der Spur automatisch an unsere Aufnahme angepasst wird. Und in diesem Fall können wir beim Schraubenschlüsselsymbol noch das Einzählen ausschalten, weil wir ja nicht auf einen Takt achten müssen. So, nun sind wir aber bereit und ich starte die Aufnahme mit dem roten Record-Knopf. Gespenstergeschichte von Franz Hohler. So, nun habe ich die Aufnahme gestoppt. Ich hätte hier die Möglichkeit, noch einen Effekt für diese Aufnahme hinzuzufügen, brauchen wir aber nicht. Stattdessen tippe ich auf die Spuransicht hier fast in der Mitte und ich sehe den Ausschlag. Diese Spur kann ich nun noch beliebig zuschneiden. Zum Beispiel habe ich ein bisschen lange gebraucht, bis ich angefangen habe. Ich tippe einmal auf die Spur und am Start kann ich jetzt zurückziehen und so die Spur beschneiden. Sowieso will ich sie nicht gleich zu Anfang, weil ich möchte mit einer Musik beginnen. Ziehe sie also ein paar Takte zurück. Dann habe ich hier noch einen Fehler gemacht, wenn wir uns das nochmals anhören. Da. Das ist überhaupt kein Problem. Meist, wenn mir ein Fehler unterlaufen ist, verharre ich ganz still für ein paar Sekunden und diese Stille sehe ich dann an dieser dünnen Linie und weiß sehr gut dann, wo ich wieder etwas rausschneiden muss. Eine Möglichkeit ist, dass du einfach drauf tippst, dann auf Teilen hier tippst und jetzt die Schere nach unten ziehst und so wird die Spur auseinandergeschnitten. Hier kannst du jetzt bequem auf beide Seiten vom Spuranfang der zweiten Spur und vom Spurende der ersten zurückziehen und dieses unliebsame Element dann entfernen. Diesen Teil setzen wir wieder nahtlos an den anderen hin und jetzt haben wir eigentlich mal die Erzählung so, wie es mir vorschwebt. Jetzt brauchen wir noch Geräusche, zum Beispiel die Schritte. Damit jetzt keine Rückkopplung entsteht durch das Mikrofon, muss ich diese Spur stumm schalten. Ich schiebe diesen Regler ganz nach rechts und du siehst, ich habe jetzt mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Auch hier sehe ich für diese Spur den Ausschlag des Mikrofons und mit dem Symbol links, mit diesem durchgestrichenen Lautsprecher, kann ich sie stumm schalten. Der Kopfhörer wäre solo, das heißt, wenn ich mehrere Spuren habe, dann hört man nur die entsprechend ausgewählte Spur und alle anderen sind stumm. So, nun ist es also stumm und ich mache eine neue Spur für meine Schritte. Wiederum das Mikrofon und sogleich starte ich. Hier nun wähle ich Large Room, könnte hier den Hall noch etwas verändern, kann ich aber nachträglich natürlich jederzeit noch anpassen. Wenn ich wiederum in die Spuransicht gehe, so sehe ich hier nun
diese Schritte. Und die muss ich natürlich jetzt an den richtigen Ort setzen. Ich denke etwa hier. Ich höre mal die Geschichte an. Natürlich muss ich die Obe auch wieder laut stellen, damit ich sie höre. Schalter und rief: Hände hoch! Aber ihre Angst war umsonst gewesen. Es war ist völlig falsch. Ich bin da fast am Schluss. Mit dem Zusammenziehen zweier Finger kann ich die Übersicht mir bilden und kann nun diese Spur an die richtige Stelle setzen. Vielleicht etwa hier. Nochmals anhören. Pause war, hörte sie im Estrich Schritte. Zuerst tat sie so, als merke sie nichts, aber als die Schritte nicht aufhörten, wurde sie unheimlich. Es konnte schließlich ein Einbrecher sein. Da nahm sie die Pistole ihres Mannes aus dem Nacht. Ja, die Schritte brauche ich am Schluss nochmals für die Pointe und deshalb tippe ich einmal drauf, wähle kopieren, tippe in das Leere erneut und wähle hier einsetzen und kann sie nun an die richtige Stelle setzen. Aber ihre Angst war umsonst gewesen. Es waren nur zwei Füße, die langsam auf dem Estrichboden hin und her gingen. Vielleicht etwa so. Ja, noch für den Start eine unheimliche Musik. Vielleicht hast du schon etwas in der Sammlung. Das findest du über dieses Loop-Symbol, diese Kurve hier oben, Musik. Da hast du Zugriff auf deine Musiksammlung. Ich weiß jetzt, dass dieses Stück so etwas Unheimliches hat. Und kannst es packen und einfach in eine neue Spur hineinziehen. Das braucht eine Weile, bis das bereit ist. Und der Teil, der mich interessiert, ist dieser hier, sein Glockengeläut. Und natürlich ist das jetzt extrem lang, da kann ich den Schluss wieder kürzen. Vielleicht etwa so. Und da setze ich an, ganz an den Anfang. So, mal hören, wie das tönt. Gespenstergeschichte von Franz Hohler. Eines Nachts, als Frau Scholl... Ja, du siehst, den zweiten Gong brauche ich nicht mehr, der stört dann eher, weil er in den Titel hineinreicht. Aber hier habe ich jetzt wunderbar einen stimmungsvollen Einstieg. Falls du keine Musik drauf hast, so findest du unter den Loops statt Musik auch Apple Loops. Und hier hat es verschiedene orchestrale Schnipsel, die wunderbar auch zu einer Gespenstergeschichte passen. Da braucht es dann halt ein bisschen Sucharbeit. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß mit deiner eigenen Geschichte.